Mit vielen Schweizer Aktien konnten Anleger in den letzten 20 Jahren so richtig Kohle machen. Andere lohnten sich nicht. Der Online-Vergleichsdienst Moneyland, CH, hat in einer Studie Einzelwerte aus dem Swiss Performance Index analysiert. Das sind die schlechtesten Aktien der letzten 20 Jahre. Das sind die schlechtesten Aktien der letzten 20 Jahre. Das freut die Anleger. Die besten Aktien im Swiss Performance Index haben innerhalb 20 Jahren über 6000% Rendite gebracht. Zu diesem Schluss kommt der Online-Vergleichsdienst Moneyland, CH, in seiner neuesten Studie. Sie verrät die Gewinner im Schweizer Aktienmarkt, zeigt aber auch Aktien, die sich überhaupt nicht mehr lohnen. Grundlage für die Analyse waren die aktuellen Titel im SPI, der als Abbildung des Schweizer Aktienmarkts gilt. Stichtag war der 28. Februar 2022. Berücksichtigt wurden sowohl Kursgewinne als auch Dividendenzahlungen und andere Kapitalereignisse, wie Moneyland, CH, in einer Medienmitteilung schreibt. Das Ergebnis kann sich durchaus sehen lassen. Im Schnitt brachten die analysierten SPI-Titel ihren Besitzern in den vergangenen 20 Jahren demnach 509% Gewinn. Konkret, aus einer Investition von 1.000 Franken wurden mehr als 6.000 Franken. 6.400% Gewinn. Am meisten konnten Besitzer von Swissquote-Aktien profitieren, über 20 Jahre konnten sie einen Gewinn von 6.394% einfahren. Wer 2002 mit 100 Franken bei Swissquote eingestiegen ist, hat heute also fast 6.500 Franken. An den Top-Performern sieht man deutlich, dass es relativ wenige Titel sind, die die durchschnittliche Performance stark nach oben drücken, bemerkt Felix Oeschger. Er ist Studienleiter und Analyst bei Moneyland, CH. Heißt konkret, ohne die besten 5 Aktien würde die durchschnittliche Performance der letzten 20 Jahre nicht 509%, sondern nur 353% betragen. Der Schluss aus dieser Feststellung ist für den Experten klar. Das ist ein Argument für eine breite Diversifikation, so Benjamin Manz, Geschäftsführer von Moneyland, CH. Seine Begründung: Niemand weiß im Voraus, welche Aktien zu den besten gehören werden. Werbung. Fast das ganze Geld verloren. Insgesamt konnten 34% der Aktientitel ihren Wert inklusive Dividenden innerhalb 20 Jahren mindestens verfünffachen. Zwei Drittel der Titel schaffte mindestens eine Verdoppelung. 88% der SPI-Titel, für die Daten vorliegen, haben ihren Besitzerinnen und Besitzern von Februar 2002 bis Februar 2022 insgesamt Gewinne gebracht. Das große aber: einige Aktien mussten teils heftige Verluste hinnehmen. Allen voran die Luftfahrtfirma Perfect Holding. Wer vor 20 Jahren in dieses Unternehmen investiert hat, hat bis im Februar 2022 fast das gesamte Geld verloren. Andere sind sogar ganz dekotiert worden und deshalb nicht in der Auswertung enthalten. Ebenfalls große Verluste eingefahren haben die Papiere von Kudoshi, der Credit Suisse und der UBS.